Hallo und herzlich willkommen bei Nerdetech. Mein Name ist Desnis und heute bei unserem VR-Chat-Tutorial werden wir uns anschauen, wie Dynamic Bones funktionieren. Dynamic Bones hilft uns, Haare, Klamotten, Flügel oder andere Körperteile in Bewegung zu bringen. Aber ihr werdet später schon sehen, was ich meine. Unser Video bezieht sich dabei nur auf die Dynamic Bones von Will Hong. Und Dynamic Boobs bekommt ihr aktuell im Unity Asset Store für nur $20. Es mag für viele vielleicht teuer erscheinen, aber das Paket ist nur zu empfehlen, wenn ihr euren Avatar aufs nächste Level bringen wollt. Es gibt zwar auch Alternativen dazu, aber die können bei weitem nicht das, was die Dynamic Bones von Will Hong können. Also fangen wir jetzt ganz von vorne an. Um Dynamic Boobs zu nutzen, gehe ich davon aus, dass ihr es euch schon gekauft und runtergeladen habt. Als Beispiel nehmen wir heute Tsunade aus Naruto. Und das nur, weil sie viel Charakter hat. Erstmal vorweg wollte ich euch noch erklären, wie ein Charakter eigentlich aufgebaut ist. Wenn ihr ihn hier, wie ihr links sehen könnt, in der Hierarchie habt, steht als erstes der Charaktername, beziehungsweise halt der Name eures Projektes, so wie ihr ihn reingezogen habt. Und unter dem Paket findet ihr dann die Armature, also das Knochengerüst vom Charakter, und den Mesh, der verkörpert quasi alle Oberflächen eures Charakters. Falls ihr den Charakter über Mixamo oder andere Methoden hier rein importiert habt und der komplett weiß ist, macht das überhaupt nichts. Ihr könnt jederzeit eure Texturen wieder auf den Mesh draufziehen. Aber darauf werde ich nochmal irgendwann detaillierter eingehen. Was wir jetzt heute bei Tsunade in Bewegung bringen wollen, sind die Haare, die Klamotten und die Brüste. Wenn wir den Charakter unter Armature aufklappen, sehen wir hier jetzt schon verschiedene Skirts. Heißt auf Englisch Rock, wird wahrscheinlich der Rock sein. Um unsere Dynamic Boobs einfach zu halten und uns Zeit zu sparen, tun wir die Knochen, die wir bewegen wollen, in Kategorien einteilen. Bei Tsunade haben wir jetzt hier zum Beispiel verschiedene Skirts unter den Hips. Jetzt wollen wir doch zum Beispiel mal unsere Skirts zusammenfassen. Dann gehen wir auf den Ordner, wo alle Skirts zusammen drin sind, also unsere Sachen, die wir zusammenfassen wollen. Das wäre in unserem Fall Hips. Dann machen wir einen Rechtsklick, drücken auf Create Empty. Dann erscheint ein neues Game Object. Da machen wir Rechtsklick drauf. Rename. Und können das jetzt umbenennen. Zum Beispiel InSkirt. Und jetzt eigentlich ganz simpel, wir ziehen alle Skirts, die wir haben, in unseren Skirt rein. Der sagt uns hier jetzt noch, oh, wir wollen die Grunddatei verändern, das kann uns wurscht sein. Da drücken wir gerne auf Continue. Dann zieht ihr alle Knochen, die ihr bewegen lassen wollt, in eine Kategorie rein. Wenn wir das dann haben, sind alle Skirt-Knochen zusammen in einem Ordner, in einem Game-Object. Jetzt suchen wir mal nach den anderen Teilen. Hier haben wir zum Beispiel Brust links, Brust rechts. Dann gehen wir wieder auf den übergeordneten Ordner, drücken auf Create Empty. Benennen den um in Boobs und tun unsere Brüste da reinziehen. Ja, und unsere Tsunade hat tatsächlich extra Knochen für ihre Brüste. Nur, dass wir sie animieren können. Und dann haben wir hier noch Hair. Hair, Hair, Left Hair, Right Hair. Tun wir auch zusammenfassen. Rechtsklick, Create Empty, dann Rename. Dann nennen wir das zum Beispiel Hair und ziehen wir alle rein. Tada! So, jetzt haben wir unsere drei Kategorien, Haare, Brüste, Klamotten zusammengefasst. Jetzt fügen wir unsere Dynamic Bones hinzu. Wenn wir das dann haben, drücken wir wieder auf unseren Charakter drauf, also auf den Ordner, wo wir auch unseren Avatar-Descriptor rein haben. Und ich habe jetzt schon Dynamic Bones hinzugefügt. Wir haben jetzt ein Dynamic Bones-Script und möchten dem sagen, was es bewegen soll. Deswegen ziehen wir jetzt zum Beispiel unseren zusammengefassten Boobs-Ordner in den Root rein. Also ganz wichtig nochmal, die Dynamic Bones tut ihr am besten zur Übersicht da rein, wo auch euer Avatar-Descriptor ist. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Wir richten mal die Kamera aus, dann drücken wir Play. Dann springt es uns auf den Tab Game, dann gehen wir einfach wieder auf Scene. Und wenn wir jetzt diesen Kasten da unten nehmen, den Charakter bewegen, dann bewegen sich die Brüste. Aber sehr komisch. Dann gehen wir wieder aus dem Play-Modus raus. Achtung, ganz wichtig. Wenn ihr im Play-Modus seid, könnt ihr am Charakter zwar was ändern, aber alle Änderungen werden nicht übernommen. Wenn ihr wieder aus dem Play-Modus rausgeht, ist alles wieder weg. So, und jetzt müssen wir nur noch unsere Parameter richtig einstellen. Dafür gibt es so ein schlaues Bild, an das man sich richten kann. Das wurde mehrfach über unsere Community verteilt. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ihr könnt euch jetzt zum Beispiel einen Screenshot machen, ihr seht es hier. Alternativ kann ich bestimmt auch für euch einen Link in die Videobeschreibung tun. Da steht dann im Prinzip drauf, welche Werte wir angeben sollten bei Dynamic Boobs, damit es sich so bewegt, wie wir es wollen. So, jetzt gleiche ich das mal schnell ab. Das wäre jetzt zum Beispiel Update Rate 90, Damping 0.2, Elasticity 0.1, Stiffness 0.8, Inert 0.5, Radius 0.06, End Offset
minus 0,1, minus 0,1 und 0,3. Wenn wir das jetzt haben, schaut das Ganze so aus. Und jetzt probieren wir das Ganze doch nochmal aus. Wir drücken auf Play, switchen das Fenster, gehen auf Zonade und bewegen sie. Und es sieht viel besser aus als vorher. Tada! Und jetzt müssen wir das gleiche nur noch bei den anderen Kategorien machen. Wir gehen auf Add Component, fügen neue Dynamic Bones hinzu, tun unsere Kategorie rüberziehen und tun dann die Werte anpassen. Ich mache das mal schnell für euch im Schnellformat. Und jetzt für euch in HD, in Farbe und bunt. Zunade! Na, dann testen wir das Ganze doch nochmal in-game aus. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Vergiss nicht, unserer VRChat Germany Community auf Discord beizutreten. Und natürlich wie immer, vergiss nicht zu speichern. Bis dann. Tschüss.